Ein nagelneuer, aluminiumgrauer De Soto Sedan stand vor der Tür. Ich ging um ihn herum und drei weiße Stufen hinauf, öffnete eine Glastür und stand im Wartezimmer. Ich drückte auf eine Klingel an der Wand. Der Mann, der Hunde liebte. Von Raymond Chandler. Hörspielfassung und Regie Hermann Naber. So ist es jedes Mal, wenn Sie Schellen hören. Ich kann Ihnen das nicht abgewöhnen. Sie wissen, es kommt Besuch, wenn es schellt. Ich bin Dr. Sharp. Was kann ich für Sie tun? John Carmody. Hier ist meine Karte. Privatdetektiv? Ja, ich bin auf der Suche nach einem gestohlenen Hund. Hunde gibt's hier jede Menge, aber keine gestohlenen. Was für einen suchen Sie denn? Einen Polizeihund. Ich habe einen hier. Und ich kenne die Leute, denen er gehört. Kann ich ihn trotzdem mal sehen? Jetzt sofort? Sofort. Ich rufe die Polizei, wenn Sie aufdringlich werden. Nur zu. Fragen Sie nach Chief Fulweiler. Sagen Sie ihm, ich wäre jetzt hier. Ich komme nämlich gerade aus seinem Büro. Also gut. Kommen Sie mit. Er ging vor mir her in seinen weißen Galoschen einen schmalen grauen Flur entlang. Durch eine offene Tür war kurz ein Operationstisch zu sehen. Dann kam ein großer kahler Raum mit Verschlägen aus schwerem Maschendraht. Hunde und Katzen starrten uns erwartungsvoll an. Das sind alles Schoßhunde, Doc. Ich suche einen Schäferhund. Grau und schwarz, kein Braun. Ein Rüde, 9 Jahre alt, blendend gebaut. Nur sein Schwanz ist ein bisschen zu kurz. Kommen Sie mit, hier entlang. Er führte mich in einen zementierten Innenhof, an den 2 Garagen grenzten. Eine war leer, in der anderen klirrte ein großer Hund an einer Kette. Seien Sie vorsichtig, er ist ziemlich wild manchmal. Hallo, Voss. Da bist du ja. Na komm, gib die Pfote, alter Junge. Das überrascht mich aber sehr, Mr. Carmody. Bist ein braver Hund, Voss. Na, du machst dir wieder bequem. Wir gingen ins Haus zurück, ins Wartezimmer. Das ist aber wirklich eine Überraschung. Er lässt sonst niemand an sich ran. Drücken Sie raus damit, Doc. Wie heißen die Besitzer und wo wohnen sie? Sie heißen Voss. Sie sind nach dem Osten gezogen und wollen den Hund nachholen, wenn sie sich eingerichtet haben. Was Sie nicht sagen. Da heißen die Leute also wie Ihr Hund? Wieso? Der Hund heißt Voss. Nach einem deutschen Jagdflieger. Sie glauben, dass ich lüge? Ich glaube, dass jemand den Hund verstecken will. Na, wer sollte das sein? Das will ich herausfinden. Was ich weiß, ist Folgendes. Ein Mädchen, sie heißt Isabel Snare, in St. Angelo zu Hause, ist vor 2 Wochen plötzlich verschwunden. Sie wohnte bei ihrer Großtante, einer netten alten Dame in grauer Seide, die sich nicht so leicht was vormachen lässt. Isabel hat sich in Nachtlokalen und Spielhöllen rumgetrieben. Die alte Dame witterte einen Skandal und ging deshalb nicht zur Polizei. Sie kam aber auch nicht weiter mit ihrem Latein. Bis zufällig eine Freundin von Isabel den Hund hier bei Ihnen sah. Na und? Es ist Isabels Hund. Sie hatte ihn bei sich, als sie in ihrem Roadster wegfuhr und nicht wiederkam. Was wollen Sie von mir? Glauben Sie, dass Sie wegen des Hundes noch mal was hören? Aber ja, der Mann schien ihn sehr zu mögen. Wie sah der Bursche aus? Er war groß, dunkel, sehr scharfe, dunkle Augen. Seine Frau ist genauso groß wie er, schlank und ziemlich hübsch. Gut gekleidete, ruhige Leute. Wenn Sie wieder von ihnen hören, lassen Sie mich's wissen? Ja. Wenn Sie mitspielen, sorge ich dafür, dass die Sache nicht an die große Glocke kommt. Na gut, ich spiele mit. Geben Sie mir Ihre Karte? Die habe ich Ihnen schon gegeben. Ja, ich rufe Sie an. Ich ging zurück zu meinem Wagen und parkte ihn so, dass ich den De Soto im Auge behalten konnte. Nach einer halben Stunde kam Dr. Sharp im Straßenanzug aus dem Haus und fuhr den De Soto in den Innenhof mit den 2 Garagen. Ich hörte den Hund bellen. Nach einer Weile fuhr Sharp rückwärts aus dem Innenhof und dann in Richtung Aguello Boulevard und weiter nach Osten. Ein großer Polizeihund mit einem Maulkorb zerrte auf dem Rücksitz an seiner Kette.
Die Carolina Street lag weit ab am Rand der kleinen Küstenstadt. Sharp hielt vor einem baufälligen, lehmfarbigen Bungalow, zerrte den Hund vom Rücksitz und verschwand mit ihm im Haus. Ich kletterte über einen Bahndamm, um näher heranzukommen. Ich hörte den Hund bellen. Zu sehen war nichts. Plötzlich wurde das Bellen härter und heiserer. Dann hörte ich Stimmen aus dem Haus. Ich zog meine Luger, rannte zur Tür und schlug mit der Faust dagegen. Sie sprang auf, und ich sah Dr. Sharp auf dem Boden liegen, alle Viere von sich gestreckt. Aus seinem Halse pulste Blut. Der Hund kauerte am Boden, auf die Vorderläufe geduckt, das Fell gesträubt. Eine schlanke, hübsche Frau hielt eine Pistole auf mich gerichtet, aber sie sah mich nicht an. Lassen Sie die Knarre fallen. Ein großer, schwarzäugiger Mann kam durch die Hintertür, eine abgesägte, doppelläufige Schrotflinte in der Hand. Er schien sich mehr für den Hund zu interessieren als für mich. Meine Kugel traf den Schaft der Schrotflinte und schlug sie ihm aus der Hand. Der Hund machte einen großen Sprung zur Seite. Erschießen Sie bloß nicht den Hund. Ich kann mit ihm umgehen. Was ist dir passiert? Der da hat versucht, ihn zu klauen von mir. So ein Wahnsinn. Einen auf den Mann dressierten Hund. Sie rufen am besten einen Krankenwagen. Mit dem Leck am Hals macht das nicht mehr lange. Immer mit der Ruhe, mein Alter. Wir sind alle gute Freunde jetzt. Gute Freunde, Forst. Glaubst du, du wirst mit ihm fertig, Jerry? Klar. Ich sah auf den kleinen Tierarzt hinunter. Das Blut hatte aufgehört, aus seinem Hals zu sprudeln. Sein Gesicht war das Weißeste, das ich je gesehen hatte. Den Krankenwagen können Sie sich sparen. Rufen Sie die Polizei. Ich dachte, Sie wären von der Polizei. Ich zuckte die Schultern und sah sie mir an. Sie war hübsch. Anfang 30. Das Baumwollkleid schien nicht recht zu ihren fein geschwungenen Brauen und den langen, weichen Händen zu passen. Hallo? Jerry nahm jetzt die Kette, der Hund erhob sich folgsam und ging mit ihm hinaus. Kommen Sie in die Carolina Street, ein Unfall. Ja, Carolina Street. Gehört das Haus Ihnen? Nein, wir wohnen hier zur Miete. Seit etwa einer Woche. Und Sharp? Welcher Sharp? Sharp ist der da. Ich war in der Küche, Jerry im Hof. Plötzlich hielt der Wagen vor der Tür und der kleine Bursche kam hier reinspaziert. Als ob er hier zu Hause wäre. Wir hatten wohl vergessen abzuschließen. Und als ich hereinkam, versuchte er gerade den Hund in den Wandschrank zu sperren. Dann roch ich das Chloroform und plötzlich ging alles Hals über Kopf. Ich rief Jerry und holte die Pistole. Und als ich wieder reinkam, war alles vorbei. Der Hund hat Sharp die Kehle durchgebissen. Ja. Wenn der Mann da Sharp heißt. Ah, Sie kannten ihn gar nicht? Wir haben ihn noch nie gesehen. Den Hund auch nicht? Nein. Aber Jerry liebt Hunde sehr. Da müssen Sie schon was Besseres einfallen lassen. Jerry wusste, wie der Hund heißt. Ich glaube, Sie irren sich. Quatsch. Er hat den Hund mit seinem Namen angeredet. Voss. Ich habe Sie schon mal gefragt. Wer sind Sie, Mister? Wer ist Jerry? Ich bin sicher, ich habe ihn schon mal gesehen. Vielleicht auf einem Steckbrief? Dazu würde die abgesägte Knarre da passen. Würde ich übrigens nicht so rumliegen lassen, wenn die Bullen kommen. Okay, okay. Sie schob das Gewehr unter einen Stapel Zeitungen. Worum geht es? Der Hund ist gestohlen. Das Mädchen, dem er gehört, wird vermisst. Ich habe den Auftrag, sie zu suchen. Schon mal was von Isabel Snare gehört? Nein. Alles in Ordnung, er hat sich beruhigt. Ich könnte bei der Polizei eine Menge für Sie tun, wenn Ihnen zu Isabel Snare etwas einfiele. Nie gehört. Dann lassen Sie schon die Katze aus dem Sack. Sharp hatte Angst. Er brachte den Hund dahin zurück, wo er ihn herbekommen hatte. Er hat sie beide sehr genau beschrieben. Er muss angenommen haben, das Haus ist leer. Der Einfall mit dem Chloroform war nicht besonders gut, aber der kleine Bursche war mit den Nerven völlig fertig. Was haben wir damit zu tun? Ich nehme an, Sie halten sich hier versteckt. Falls das nicht die Polizei ist, fange ich an zu schießen. Darauf können Sie sich verlassen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Es ist offen. Hände hoch. Es war leer. Ein großer, rotgesichtiger Mann im ausgebeulten grauen Anzug hielt seine Pistole auf mich gerichtet. Der andere beugte sich über Sharp. Der hier ist tot. Immer mit der Ruhe. Ein Hund hat ihn getötet. Wer sind Sie?
Privatdetektiv aus San Angelo. Ich arbeite hier an einem Fall. Na ja? Gieß mal Ihre Kanone rüber. Lauf nach unten. Hören Sie... Abgefeuert, was? Ist ja reizend. Drehen Sie sich um. Sie irren sich. Los, umdrehen, Freundchen. Vielleicht habe ich das Zischen des Totschlägers noch gehört. Zu meinen Füßen öffnete sich ein finsterer Abgrund. Ich fiel und fiel und fiel. Als ich wieder zu mir kam, war das Zimmer voller Rauch. Zwei Fenster schienen offen zu stehen, aber der Rauch bewegte sich nicht. Ich hatte das Zimmer noch nie gesehen. Auch die beiden Gesichter kannte ich nicht, die sich über mich beugten. Er wird jetzt wieder eine Weile schlafen. Das Bett war ein Krankenhausbett mit Lederriemen an beiden Seiten in Höhe der Hände. Meine Arme juckten unerträglich. Ich rollte den Ärmel hoch und erblickte ein halbes Dutzend Einstiche. Man hatte mich mit Drogen vollgepumpt. Ich stand auf und begann, als es aufgehört hatte, sich zu drehen, das Zimmer zu untersuchen. Vor den Fenstern waren stabile Gitter. Außer dem Bett und einem Holzstuhl gab es kein Mobiliar. Dann entdeckte ich unter der Matratze ein Drahtgeflecht, das mit schweren, 9 Zoll langen Spiralfedern am Rahmen befestigt war. Es kostete mich eine halbe Stunde, eine davon loszubekommen. Ich musste ein paar Mal Feuer schreien, bis der Bursche im weißen Kittel hereinkam. Ich hieb ihm die Spiralfeder gegen das Kiefergelenk und als er zu Boden ging, noch einmal auf den Hinterkopf. Einer der Schlüssel, die er bei sich trug, passte zum Wandschrank, in dem ich meine Kleider fand. Der Mann auf dem Boden rührte sich nicht. Ich zog ihm den Totschläger aus der Tasche, schloss die Tür von außen ab und machte mich auf den Weg. Den breiten, stillen Flur entlang, an verschlossenen Türen vorbei, auf die Treppe zu, die in die Eingangshalle des Hauses führte. Ja? Nein, woher soll ich das wissen? Er legte auf und sah mich an. Das Lächeln in seinem langen, bleichen Gesicht war so steif wie gefrorener Fisch. Seine Hände zappelten wie kranke Schmetterlinge auf der Schreibtischplatte. Sie suchten den Knopf der Alarmklingel. Ja, bitte? Tun Sie das nicht. Ich habe keine Lust, hier noch mehr Bekanntschaften zu machen. Sie sind sehr krank gewesen, Sir. Ich würde Ihnen dringend raten... Au! Das waren nur Ihre Finger, Heilkünstler. Ich bin Dr. Sundstrand. Und das Haus hier ist eine Privatklinik. Legen Sie die Hände hinter den Kopf. Ich fürchte, das werden Sie noch bedauern. Quatsch. Ich will hier raus, aber vorher brauche ich einen Schluck zu trinken. Ja, im Medizinschrank ist Whisky. Wer hat mich hier eingeliefert? Zuerst Sie, Doktor. Ich bin Abstinenzler, ich trinke nicht. Ausnahmsweise. Jetzt bald? Also, wer hat mich hier eingeliefert? Die Polizei natürlich. Wer? Ein Beamter namens Galbraith. Er hat Anzeige erstattet wegen Drogenmissbrauchs. Auch als Zeuge unterschrieben. Alles völlig legal. Legal. Sie haben mich mit Drogen vollgepumpt. Ich nehme an, Sie sind schon sehr lange davon abhängig. Genau 2 Tage dank Ihrer Hilfe. Machen Sie es gut, Herr Künstler. Wenn Sie das Haus verlassen, werden Sie sofort verhaftet. Sicher nicht, weil ich hier abhauen will. Die Haustür ist... Die Haustür hatte außer dem Schloss noch eine Kette und einen Riegel. Aber niemand versuchte, mich am Öffnen zu hindern. Ich ging 4 Blocks zu Fuß und wartete an einer Bushaltestelle. Kein Alarm, kein Streifenwagen. Der Bus kam und ich fuhr in die Stadt, ging in ein türkisches Bad, genehmigte mir eine Massage, eine Rasur und ein paar weitere Whiskys. In der Lokalzeitung stand, dass in einem leerstehenden Haus an der Carolina Street ein gewisser Dr. Richard Sharp tot aufgefunden worden war. Die Polizei hatte deswegen immer noch Kopfschmerzen, weil es bis jetzt keine Hinweise auf den Täter gab. Das Datum der Zeitung informierte mich darüber, dass man mir ohne mein Wissen und meine Zustimmung mehr als 24 Stunden meines Lebens entwendet hatte.
Polizeichef Fulweider war ein ausgepichtes, fettiges Schwergewicht mit rastlosen Augen und jener roten Haarfarbe, die fast rosa wirkt. Er trug einen rehfarbenen Flanellanzug von einem Schnitt, wie ihn nicht jeder Schneider bei Flanell zu Wege bringt. Vermutlich hatte er eine Frau mit Geld. Carmody, ja? Mhm. Sind Sie geschäftlich hier? Ein bisschen Ärger. Sie könnten ihn aus der Welt schaffen. Leicht, wenn Sie wollen. Ärger ist etwas, das gibt es in unserer Stadt so gut wie nie. Ich sehe aus meinem Westfenster, da ist der Pazifik. Nichts ist sauberer als der. Im Norden der Aguello Boulevard, die Vorberge. Im Osten das schönste kleine Geschäftsviertel, das man sich nur wünschen kann. Dahinter ein Paradies von gepflegten Häusern mit Gärten. Und im Süden, wenn ich ein Südfenster hätte, ja, da würde ich den schönsten kleinen Yachthafen der Welt sehen. Ärger. Ärger sehe ich keinen. Ich habe meinen Ärger mitgebracht. Er ist mir zum Teil vorausgelaufen. Ein junges Mädchen ist mit ihrem Hund von zu Hause ausgerückt. Ach, wirklich? Isabel Snare. Nie gehört. Den Hund habe ich gefunden. Die Leute, die ihn hatten, strengten sich mächtig an, mich aufs Kreuz zu legen. Na, drehen Sie doch mal den Schlüssel in der Tür um, ja? Sie sind ja ein bisschen jünger als ich. Ich stand auf, drehte den Schlüssel um und setzte mich wieder. Inzwischen hatte der Polizeichef eine Flasche und zwei Gläser auf den Tisch gestellt und eine Schale mit Kardamomkernen. Kommen Sie. Trinken Sie einen Schluck. So. Dann erzählen Sie mal. Schon mal was von einem Burschen gehört, der Farmer Saint genannt wird? Na, und ob ich von dem gehört habe, verdammt nochmal. Sie meinen doch den Bankräuber, nicht? $1,000 sind auf den Burschen ausgesetzt. Er und seine Schwester arbeiten zusammen. Sie heißt Diana, kleiden sich wie Leute vom Land und nehmen Kleinstadtbanken aus. Deswegen nennt man ihn Farmer. Genau. Den würde ich liebend gern die Manschetten anlegen. Warum zum Teufel haben Sie es dann nicht getan? Sagen Sie das nochmal! Er riss den Mund so weit auf, dass ich Angst hatte, der Unterkiefer würde ihm in den Schoß fallen. Die Augen traten ihm wie gepellte Eier aus den Höhlen. Dann klappte er den Mund mit der Wucht eines Schaufelbaggers wieder zu. Es war eine großartige Vorstellung, wenn es eine Vorstellung war. Ich schlug die Zeitung auf, die ich mitgebracht hatte. Haben Sie das hier gelesen? Was hat denn der Sharp-Mord damit zu tun? Ihr Lokalblättchen behauptet, irgendein Unbekannter hätte die Polizei angerufen. Und die Jungs wären rausgefahren und hätten in einem leeren Haus einen Toten gefunden. Das haben Sie doch, oder? Quatsch mit Soße. Ich war da, Farmer Saint und sein Schwesterchen ebenfalls. Und ihre Bullen, die waren auch da. Verräter bei der Polizei? Na, das werden wir gleich haben. Er stürzte sich auf eine Mahagoni-Sprechanlage auf seinem Schreibtisch. Ich bekam nur den Namen Galbraith mit. Ich ging zur Tür und drehte den Schlüssel im Schloss. Lange brauchten wir nicht zu warten, gerade genug für zwei weitere Drinks. Dann ging die Tür auf und der große rotgesichtige Polizeibeamte, der mich niedergeschlagen hatte, kam hereingeschlagst. Galbraith! Hallo, Sergeant! Ihre Marke! Her damit! Sie sind entlassen! Was sollen die Witze? Sie haben Farmer Saint in den Fingern gehabt und laufen lassen. Sie und dieser Vollidiot danken. Sie sind entlassen. Gefeuert. Ein für alle Mal. Wer zum Teufel ist Farmer Saint? Das weiß er nicht. Und mit solchen Leuten muss ich arbeiten. Da haben Sie arbeiten gesagt. Der fette Polizeichef sprang auf, als hätte ihn eine Wespe in die Nase gestochen. Er knallte Galbraith seine fleischige Faust gegen den Kiefer mit einer Wucht, die keineswegs so aussah, als wäre sie von schlechten Eltern. Machen Sie das lieber nicht normal, Chief. Sie holen sich bloß einen Bruch. Und was wird dann hier aus der Polizei? Ich schaute vom einen zum anderen und kam mir so dämlich vor wie ein Bauernjunge in der Lateinstunde. Soll ich Sie mal klären? Meinetwegen. Sie lagen stocksteif am Boden, Carmody, wie Duncan und ich die Bude stürmten. Dieser hagere Bursch hatte Sie niedergeschlagen und er wollte uns irgendwas erzählen. Und da fing hinten im Haus ein Hund anzuheulen. Das legte unsere Aufmerksamkeit einen Augenblick ab. Und als wir wieder hinsahen, da hatte die Frau plötzlich eine abgesägte Schrotflinte in der Hand, der Kerl eine Pistole. Und dann haben die beiden uns wie Postpakete verschnürt und in einen Wandschrank gesteckt, in dem genug Chloroform war, um uns stillzumachen. Als wir uns befreit hatten, da war nur noch der Tote da. Wie passt das zu Ihrer Version, Carmody? Gar nicht schlecht. Na bitte.
Soweit ich mich erinnern kann, telefonierte die Frau allerdings selbst nach der Polizei. Aber da kann ich mich auch irren. Auf jeden Fall bin ich niedergeschlagen worden und habe von all dem nicht viel mitgekriegt. Das sage ich doch. Merkwürdig ist nur, dass ich in diesem Sanatorium für Säufer und Drogensüchtige wieder zu mir kam. Das gehört einem Mann namens Sundstrand. So, Sundstrand. Na, der ärgert uns schon lange. Sollen wir mal rausfahren, Chief, und ihm die Fresse polieren? Ja, du hältst jetzt mal den Mund, Golby. Es ist klar, dass Farmer Sand sie dorthin gebracht hat, Carmody. Also muss eine Verbindung bestehen. Worauf warten wir dann noch? Wollen Sie dabei sein? Ja, und ob ich das will? Am besten, wir fahren mit Ihrer Karre, Carmody. Die steht unten, in der Garage. Wie fürsorglich. Willst du nicht Verstärkung mitnehmen, Golby? Ach was, er und ich, das reicht. Das ist ein zäher Bursche. Sonst lief er ja nicht mehr so rum. Na schön. Darauf wollen wir noch einen trinken. Es war ein reizendes Fleckchen bei Tageslicht, ganz wie das Heim eines gut situierten älteren Ehepaares, das ans Meer gezogen ist, um noch ein bisschen Sonne zu haben auf seine alten Tage. Die Schwester, die uns aufmachte, war mindestens 1,80 groß und hatte zu große Hände. Ah, Mr. Goldbrecht, Sie wollen den Doktor sprechen. Und eine zu tiefe Stimme. Dr. Sundstrand saß hinter seinem Schreibtisch und starrte uns an. Sein Gesicht war noch knochiger und faltiger als in der vergangenen Nacht. Wo ist Farmer Saint? Was soll das? Wo ist er? Was soll denn das? Also keine Ausflüchte, ja? Wir wissen alles über Ihre saubere Privatklinik hier, dass Sie flüchtige Verbrecher verstecken, mit Rauschgift handeln. Aber diesmal werden Ihnen Ihre Beziehungen nichts nützen. Also, wo ist Saint? Wo steckt das Mädchen? Ja, als ob Sie das nicht genau wüssten. Er zog plötzlich eine funkelnde Pistole unter seinem Kittel hervor und schoss zweimal. Aber Galbraith war schneller. Nichts veränderte sich in dem langen Gesicht des Arztes, als sein Kopf wegsackte und auf den Tisch schlug. Die Waffe, die Galbraith jetzt auf mich richtete, war meine Luger. Und jetzt zu Ihnen, Schnüffler. Das ist eine ganz reizende Art, sich Informationen zu beschaffen. Sieht ganz so aus, als hätten Sie es drauf angelegt, so einen Strand von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Er hat zuerst geschossen. Und Sie haben meine Luger in der Hand. Ich sehe, bei Ihnen dämmert, Schnüffler. Der Bursche in Schwesterntracht schob sich ins Zimmer. Na, wie sieht's oben aus, Dank? Alle weg, noch gestern Nacht soll ich... Der ist zu zäh für dich, Kindchen. Sie sollten Ihr Kindchen zweimal täglich rasieren für den Job. Da hast du's, Dank. Wir könnten sagen, es war Notwehr. Sie sind mit dem Doktor aneinander geraten, aber er schoss zuerst. Würden Sie kein Heckmeck machen, könnten Dank und ich versuchen, uns in diesem Sinne zu erinnern. Ne? Hören Sie, Sergeant, ich bin kein Spielverderber. Ich kann einen Witz vertragen. Oh, wer sagt's denn? Sie haben mich in dem Haus in der Carolina Street niedergeschlagen. Davon war bisher noch nicht die Rede. Hast du das gehört, Tom? Ja. Ich habe mir gesagt, Sie werden Ihre Gründe haben und mich zu gegebener Zeit einweihen. Na, weiter. Sie wissen, wo Saint ist, und Saint weiß, wo Isabel Snare steckt. Könnten wir es nicht so drehen, dass wir beide was davon haben? Also jetzt hören Sie mal zu, Sie Schlaumeier. Was wir brauchen, das haben wir schon. Sundstrand. Der fing an zu wackeln. Und, was springt für mich dabei raus? Vielleicht ein bisschen längeres Leben. Ein kleines Buntglasfenster an der Rückwand war ganz still aufgegangen und ich schaute direkt in die schwarze Mündung einer Maschinenpistole. Alle die Knarren fallen lassen und Hände nach oben! Die Stimme hatte ich zuletzt gehört, als sie einen Hund besänftigte. Galbraith fuhr herum und schoss. Ich ließ mich zu Boden fallen, als die Maschinenpistole losging und Galbraith neben dem Schreibtisch zusammensackte. In der Stille, die nun folgte, näherten sich Schritte. Die Tür wurde aufgestoßen und Diana Saint kam herein. Hochgewachsen, hübsch, elegant und in jeder Hand eine große Automatik. Okay, Jerry, ich kann Sie in Schach halten. Irgendwer musste sich jetzt rühren. Ich schaute an der Schulter der Frau vorbei auf die Tür, durch die sie gekommen war. Hallo, Mike. Gerade im richtigen Moment. Sie schoss sofort.
Auf Duncans Schwesterntracht zeigten sich rote Flecken. Ich sprang auf sie zu, traf mit der Schulter ihren Schenkel und schlug ihr die Waffen aus der Hand. Jerry, Sie haben mich! Ich schnappte mir ihre beiden Revolver, trat die Tür zu und drehte den Schlüssel um. Keine Sekunde zu früh, denn jetzt begann die Maschinenpistole die Türfüllung zu zerfetzen. Ich konnte nicht sehen, was Duncan machte. Dann wusste ich es. Ein Schuss, der nicht von draußen kam, traf Dinah Saint mitten in die Kinnspitze. Ein weiterer Schuss hob mir den Hut. Ich drehte mich zu Duncan um. Er ließ die Waffe sinken und sackte zur Seite. Jerry. Wo ist Isobel Snare? Jerry. Er kann sie nicht hören. Wo ist Isobel? Ich hatte es kaum verstanden. Ein Wort, das wie Monty klang. Dann war sie tot. Ich saß den ganzen Nachmittag in Fulweiders Büro und erzählte meine Geschichte wohl an die 20 Mal. Ganze Scharen von Bullen waren gekommen und gegangen. Ballistiker, Spurensicherung, Leute vom Erkennungsdienst. Reporter auch. Sogar ein Korrespondent von AP, dem die offizielle Verlautbarung ganz und gar nicht gefiel. Der fette Polizeichef war schweißgebadet und schenkte einen Whisky nach dem anderen ein. Also, dass überhaupt keiner mehr etwas gesagt hat. Nicht ein Wort, Chief. Vier Tote am Boden. Sie haben nicht einen einzigen Kratzer abbekommen. Ich war eben der Einzige, der schon am Boden lag. Sie sind jetzt 3 Tage hier und schon haben wir mehr Verbrechen als sonst in 3 Jahren. Das ist nicht zu fassen. Sie können es aber nicht mehr in die Schuhe schieben. Ich bin hierher gekommen, um nach einem Mädchen zu suchen. Isobel Snare. Ich suche sie immer noch. Was wollte Farmer Saint hier? Ich habe ihm nicht gesagt, er soll sie in ihrer Stadt verstecken. Ich habe auch Dr. Sundstrand nicht erschossen, bevor man was aus ihm rausbringen konnte. Und ich habe keine Ahnung, wie Duncan in die Schwesterntracht gekommen ist. Ich doch auch nicht. Aber es ist mein Job, der jetzt durchlöchert ist. Also bei den Chancen, heil aus der Geschichte rauszukommen, könnte ich gleich angeln gehen. Sagen Sie es nicht, Chief. Hm. Sie haben Ihre Stadt schon einmal sauber gekriegt. Sie schaffen das auch ein zweites Mal. Ja, ja. Dass ein Schuss mal nach hinten losgeht, kommt schließlich in den besten Familien vor. Sie quatschen zu viel. Na? Ja. Meine Freunde sagen eher das Gegenteil. Wussten Sie übrigens, dass Farmer Saint eine Schwäche für Teenager hat? Also ich weiß nur, dass er ein Bankräuber ist. Das kommt dazu. Also, Comedy. Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor. Ja? Sie machen wieder, dass Sie nach San Angelo kommen und ich sage niemand, dass Sundstrand mit Ihrer Knarre umgelegt wurde. Hm? Das finde ich auch nicht nett, Chief. Sie wissen doch genau, wieso es meine Waffe war. Wenn das rauskommt. Hm. Na gut. Gehen Sie in Ihr Hotel und schlafen Sie ein paar Stunden. Hm? Morgen sehen wir weiter. Ich schlief wie ein Toter. Als ich aufwachte, war es 8 Uhr abends und ich hatte einen Bärenhunger. Draußen war es dunkel. Ich ging auf die Lichter des Hafens zu und machte an einem Barbecue-Stand Halt.
Hamburger. Frischer Hamburger. Weit draußen auf dem Meer waren die Umrisse eines großen Schiffes zu erkennen. Also, was wollen Sie jetzt? Ein Hamburger? Ankert der Kahn da draußen? Ach, das ist das schwimmende Spielcasino. Die gute alte Montecito. Montecito? Ja. Wenn Sie hinwollen, die Taxiboote liegen da drüben. Die sterbende Diana Saint hatte Monty gesagt. Vielleicht hatte sie bloß nicht mehr lange genug gelebt, um Montecito zu sagen. Ich fuhr hinaus mit ein paar schmusenden Pärchen, die ohne weiteres an Bord gelassen wurden, während der Steward sofort an meinen Pistolenhalfter griff und mir unmissverständlich klar machte, ich solle wieder verschwinden. Zurück auf der Landebrücke stieß ich mit einem großen rothaarigen Seebär zusammen, der mir wie zufällig in den Weg trat. Was war denn los, Spürauge? Kein Glück gehabt mit dem verdammten Kahn. Muss ich Ihnen das erzählen? Ich bin einer, der zuhören kann. Wer sind Sie? Nennen Sie mich einfach Red. Ihre Knarre trägt ein bisschen auf unter dem leichten Anzug. Wenn Sie unbedingt an Bord wollen, das lässt sich schon machen. Ich nehme an, Sie haben einen Grund. Wie teuer käme mich mein Grund? 25 für die Fahrt raus. Zurück kommen Sie ja vielleicht. Mit Freunden. Abgemacht. Brauchen Sie Hilfe da draußen? Ich suche nach einem Mädchen, das von zu Hause abgehauen ist. Was machen Sie denn eigentlich so? Mal hier einen Dollar, mal da einen. Ich war früher bei der Polizei, aber die haben mich rausgeschmissen. Vielleicht waren Sie denen zu ehrlich. Wie ich sehe, sind Sie schon ein bisschen rumgekommen in unserer kleinen Stadt. Ein bisschen, ja. Ich habe ein Boot mit Unterwasserauspuff. Macht ziemlichen Lärm, bis es warm gelaufen ist. Und, weiter? Ich kenne eine Ladeluke an dem Kahn da drüben, die man von außen öffnen kann. Unter Deck sind nicht allzu viele Leute. Ich muss vorher noch telefonieren. Das lässt sich machen. Kommen Sie. Er ging ein Stück den Pier hinauf, klirrte mit Schlüsseln und öffnete ein Vorhängeschloss. Hinter einer Klappe kam ein Telefonhörer zum Vorschein. Funktioniert noch. Gehört irgendwelchen Gangstern. Ich hole jetzt das Boot. Vergessen Sie nicht, das Schloss wieder einschnappen zu lassen. Er verschwand lautlos in der Dunkelheit. Ich wählte eine Nummer und fragte nach Chief Fulweider. Er war schon nach Hause gegangen. Ich wählte erneut. Jetzt war eine Frau dran. Dann hörte ich die Stimme des fetten Polizeichefs. Es klang, als hätte er den Mund voll Bratkartoffeln. Kann man denn nicht mal in Ruhe zu Abend essen? Mister! Carmody! Was wollen Sie? Saint ist auf der Montecito. Ein Jammer, dass die außerhalb Ihres Amtsbereichs liegt. Sind Sie verrückt geworden? Ich legte auf und ließ das Vorhängeschloss zuschnappen. Dann lauschte ich dem Schreien der Möwen in der Finsternis und dem Klatschen des Wassers am Fuß der Leiter unterhalb des Piers. Plötzlich dröhnte in einiger Entfernung ein Motor auf, dröhnte minutenlang weiter. Dann verstummte der Krach abrupt. Kurz darauf schlug etwas dumpf gegen den Pier. Alles klar. Sein großes schwarzes Boot glitt über das ölige Wasser. Der Auspuff machte keinerlei Geräusch, nur seitlich am Rumpf war ein gleichmäßiges Blubbern zu hören. Die Lichter der Montecito wurden größer. Red drosselte den Motor und schlich an den schleimigen Gliedern der Ankerkette vorbei auf die Seeseite. Er richtete sich auf, warf ein Tau in die Dunkelheit empor und zog es stramm. Wir müssen die Leiter darauf. Er kletterte hinauf. Seine Segeltuchschuhe rutschten auf den nassen Eisensprossen. Nach einer Weile quietschte etwas über mir und schwaches Licht sickerte in die neblige Luft hinaus. Ich zog mich die Leiter hinauf und landete zwischen Kisten und Fässern in einem Laderaum. Ratten verschwanden in den dunklen Winkeln. Von hier aus erreichen wir mühelos den Katzenstieg im Maschinenraum. Da ist nur ein Mann, den übernehme ich. Vom Maschinenraum führt ein Ventilatorschacht direkt aufs Bootsdeck. Was Sie dann machen, ist Ihre Sache. Sie scheinen Verwandte an Bord zu haben. Ach was. Man kriegt so allerhand mit, wenn man den ganzen Tag auf dem Pier ist. Vielleicht gehöre ich zu einem Verein, der sich vorgenommen hat, den Kahn hier zum Kentern zu bringen. Und beeilen Sie sich. Hier, das ist für die Rückfahrt. Das hat doch Zeit. Dann nehmen Sie schon, bevor ich in Tränen ausbreche. Na gut. Danke, Kumpel. Vom Laderaum führte ein schmaler Gang zu einer Eisentür. Dahinter lag der Maschinenraum.
Wir pirschten den Laufsteg entlang, stiegen eine Leiter hinunter und schlichen zwischen Bergen von Eisen auf das Geräusch der Maschine zu. Als wir um die Ecke bogen, erblickten wir einen gedrungenen, schmutzigen Italiener auf einem drahtgeflickten Bürostuhl, der mit Hilfe einer starr gefassten Brille Zeitung las. Hey, alter Freund, wie geht's denn den kleinen Bambinos? Der Italiener öffnete den Mund und wollte aufstehen. Da traf ihn Reds Schlag. Wir legten ihn auf den Boden und fesselten ihn. An sich sollte man ja einen Menschen mit Brille nicht schlagen. Aber wenn Sie den Ventilatorschacht hinaufklettern, macht das einen Heidenlärm für jemand hier unten. Oben hört kein Mensch was. Na, hoffentlich. Bis bald. Seien Sie vorsichtig. Im Ventilatorschacht war es kalt und rabenschwarz und die feuchte Luft rauschte an mir vorbei nach unten. Es kam mir endlos vor, bis ich oben war und den Kopf hinausstreckte. Vom Hauptdeck herüber klang das dumpfe Dröhnen der Musik. Ein schmusendes Pärchen unter einem der Rettungsboote schenkte mir keinerlei Beachtung. Ich ging das Deck entlang, vorbei an den geschlossenen Türen von 3, 4 Kabinen. Hinter einer von ihnen brannte Licht. Ich trat in den Schatten und presste die Luft mit einem leisen Heulen aus den Lungen, dem Heulen eines grauen Wolfs, der einsam ist und hungrig und fern von jeder Behausung. Das tiefe, grollende Bellen eines Polizeihunds antwortete mir. Ich legte ein Ohr an die Kabinentür und hörte, wie eine Männerstimme den Hund beruhigte. Dann drehte sich der Schlüssel im Schloss. Ich zog meine Pistole und ließ mich auf ein Knie nieder. Die Tür ging auf und ein schwarzhaariger Kopf erschien im Lampenschein. Ich sprang auf und schlug mit der Pistole zu. Der Mann sackte durch die Tür mir direkt in die Arme. Ich zog ihn in die Kabine und stieß ihn auf eins der Betten. Auf dem anderen kauerte ein Mädchen mit weit aufgerissenen Augen. Was wollen Sie? Hallo, Miss Snare. War keine Kleinigkeit, Sie zu finden. Wollen Sie mit mir nach Hause kommen, Isabel? Wer sind Sie? Sie war ganz und gar nicht ansehnlich, wie die meisten Menschen, die das größte Durcheinander anrichten. Sie trug ein Strickkleid und Golfsocken und Sportschuhe mit breiten Laschen. Ihre Knie waren nackt und knochig. Wie sie da so hockte, sah sie wie ein Schulmädchen aus. Den Hund sah ich nicht, aber da war eine Tür zum Nebenraum, hinter der er sein konnte. Farmer Saint rollte sich herum und richtete sich auf. Ich durchsuchte ihn nach Waffen, fand aber keine. Isabel strich sich das Haar aus der Stirn. Wir sind verheiratet. Sie hat Angst, dass Sie mich umlegen. Warum sollte ich? Das mit dem Wolfsgeheul war ein schlauer Trick. Woher wussten Sie, wo Sie mich suchen mussten? Das hat mir Ihre Schwester gesagt, bevor sie starb. Ich glaube Ihnen kein Wort, Schnüffler. Sie sind abgehauen. Was haben Sie denn erwartet? Nicht, dass die Bullen eine Frau so einfach niederschießen. Ich dachte, ich könnte mich mit denen arrangieren. Sie hätten sich auf die nicht verlassen sollen. Wer hat Diana getötet? Der Bulle in der Schwesterntracht. Ich dachte, den hätte ich außer Gefecht gesetzt. Haben Sie auch, aber dazu hat es gerade noch gereicht. Hör auf zu weinen, Schatz. Ich krieg dich hier schon raus, keine Bange. Wie wollen Sie das denn anstellen? Warten Sie es ab, ich habe eine Menge Freunde hier auf dem Schiff. Oder weiß Fulweiler, dass ich hier bin? Ja. Den Tipp haben Sie ihm gegeben? Ja. Kann ich verstehen. Aber wenn Fulweiler mich einmal am Wickel hat, werde ich nicht mehr dazu kommen, den Mund aufzumachen. Wieso? Er muss verhindern, dass ich auspacke, weil es ihm dann selbst ans Fell geht. Und, was schlagen Sie vor? Wenn ich mit einem von der Staatsanwaltschaft reden könnte, wäre es vielleicht drin, dass ich ihn überzeuge, dass Isabel mit all den Sachen nichts zu tun hat. Das hätten Sie sich ein bisschen früher überlegen sollen. Sie mussten ja nicht unbedingt zu Sundstrand zurückkehren und mit der Maschinenpistole rumballern. Was wissen Sie denn? Mal angenommen, Sie zahlen so einem Burschen 10 Riesen für Protektion und der grapscht sich dann Ihre Frau, sperrt sie in seine bekloppten Anstalt und lässt ihn ausrichten, sie sollen sich zum Teufel scheren, wenn sie nicht wollen, dass sie von der nächsten Flut an Land gespült wird. Was würden Sie da machen? Kopf stehen und lachen? Isabel war längst auf dem Schiff hier. Sie wollten Sundstrand mal zeigen. Und dann der Hund. Der hat schließlich einen Mann getötet. Ja. Sonst hätten es Ihre Beschützer nicht mit der Angst gekriegt. Ich liebe Hunde. Machen Sie was dagegen. Also gut. Ich habe ein Boot vor einer Ladeluke draußen. Ich könnte versuchen, das Mädchen hier rauszubringen, bevor die Polizei eintrifft. Ich will aber nicht nach Hause. Ich will nicht. Seien Sie vernünftig, Isabel. Sie werden mir dafür dankbar sein. Er hat recht, Schatz. Hau lieber mit ihm ab. Ich will aber nicht. Ein für alle Mal. Aufmachen! Polizei! Fulweiler? Ja? Sind Sie da drin, Comedy? Hören Sie zu, Chief! Saint ist hier! Er ist bereit, sich zu stellen!
Aber es ist noch jemand hier. Das Mädchen, von dem ich Ihnen erzählt habe. Kommen Sie also etwas behutsam rein. Wird gemacht. Schließen Sie auf. Ich drehte den Schlüssel und lehnte mich mit dem Rücken gegen die hintere Kabinenwand, neben der Tür, hinter der sich der Hund jetzt rührte. Die Außentür flog auf. Zwei Männer, die ich bis jetzt noch nicht gesehen hatte, stürmten mit gezogenen Pistolen herein, stürzten sich auf Saint und legten ihm Handschellen an. Sie sind mir ja ein feiner Stratege, Carmody. Warum haben Sie mich darüber im Unklaren gelassen, was ich hier vorfinden würde? Das wusste ich ja selber nicht. Außerdem sind wir außerhalb Ihres Amtsbezirks. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Wir haben die Bundespolizei benachrichtigt. Die brauchen aber noch eine Weile, bis Sie hier sind, Schnüffler. Also weg mit der Knarre, sonst kassiere ich Sie ein. Versuchen Sie es doch mal. Nur mal langsam. Woher wussten Sie eigentlich, dass Saint hier auf der Montecito ist? Hm? Auf jeden Fall habe ich mich nicht dafür bezahlen lassen, ihn hier zu verstecken. Sieh mal einer an. Sie haben herumgeschnüffelt. Für was für einen Idioten halten Sie mich eigentlich? Sie und Ihre Bande. Ihre kleine, saubere Stadt stinkt zum Himmel. Ein Unterschlupf für Verbrecher, von denen Sie sich dafür bezahlen lassen, dass hier alles hübsch ruhig bleibt. Und wenn der Arm der Justiz mal ausholt, sind Sie mit einem schnellen Boot in Mexiko, bevor hier jemand eine Tür aufgemacht hat. Sonst noch was? Ja. Sie selbst haben mich in dieses Privatgefängnis stecken und mich mit Drogen vollpumpen lassen, bis ich halb dämlich war. Sie haben den Plan ausgeheckt, Sundstrand mit meiner Pistole zu töten, weil er zu viel wusste. Und ich hätte selbst dabei draufgehen sollen. Aber Saint hat Ihnen mit seiner Maschinenpistole die Party verdorben. Und mir hat er das Leben gerettet, ohne es zu wissen. Also, Chief, es wird langsam Zeit. Ich bin noch nicht fertig. Sie wussten, wo Isabel Snare ist, oder, pardon, Saints Frau. Damit hatten Sie ihn in der Hand. Eins allerdings wussten Sie nicht, warum ich Ihnen den Tipp gab, hierher zu kommen. Chief, wir sollten das hier jetzt noch rasch erledigen. Das FBI sollte ihn hier nicht mehr finden. Augenblick noch. Was wusste ich nicht? Sie sind hier so wenig Gesetzeshüter wie Billy the Kid. Ich bin gespannt, ob Sie es wagen, mich hier draußen einfach umlegen zu lassen. Was? Die Tür neben mir krachte auf, als hätte ein Maultier sie eingetreten. Der große Polizeihund kam herausgeschossen. Packst du was? Willst du hier mit Haut und Haaren? Die Kabine füllte sich mit Pistolenfeuer. Das wilde Knurren des Hundes verschmolz mit einem dumpfen Schrei. Er saß Fullweider an der Kehle. Das Mädchen verkroch sich hinter den Kissen. Saint glitt langsam zu Boden. Die beiden Polizisten pumpten Kugeln in den langen, grauen Körper des Hundes. Da spaltete plötzlich die gleißende Schneide einer Axt die Kabinentür. Etwas Kitzliges lief mir übers Gesicht. Dann gingen langsam die Lichter aus, wie im Theater, wenn der Vorhang sich hebt. Ich wachte zwei Tage später im Krankenhaus wieder auf. Dort lag ich dann 3 Wochen. Eine Kugel hatte mir den Schädel angeschlagen. Saint lebte nicht mehr lange genug, um zu hängen, aber lange genug, um seine Geschichte zu erzählen. Er muss sie sehr gut erzählt haben, denn sie ließen Mrs. Isabel Saint anschließend nach Hause gehen zu ihrer Großtante. Inzwischen hatte das große Schwurgericht die halbe Polizei der kleinen Stadt unter Anklage gestellt. In der City Hall gab es, wie ich hörte, eine Menge neuer Gesichter. Einer davon war ein großer, rothaariger Polizeisergeant namens Red Norgard. Der behauptete, er schulde mir $25, habe sie aber dazu verwenden müssen, sich einen neuen Anzug zu kaufen, als er seinen Job zurückbekam. Er ließ mich wissen, ich bekäme mein Geld, sobald er seinen ersten Gehaltscheck in der Tasche hätte. Ich sagte, ich würde versuchen, mich so lange zu gedulden. Der Mann, der Hunde liebte. Von Raymond Chandler. Hörspielfassung Hermann Naber.